Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein leckeres Rezept von mir, von meinem Instagram-Account. Und zwar gibt es heute Spaghetti oder Nudeln mit Bolognese-Soße. Die Kinder finden es lecker, ich auch, natürlich ganz in vegan. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das zubereite. Ich benutze immer meine arabischen Gewürze, ihr benutzt natürlich die ihr möchtet. Da habe ich Tabel und Karouya oben, das braune. Müsst ihr nicht benutzen, benutzt da was anderes oder könnt ihr weglassen. Da habe ich Knoblauch, Senfkörner, Lorbeerblätter, schwarzen Pfeffer, roten Pfeffer. Genau, das tue ich jetzt hier mit dem Mörser zerkleinern, mit den Senfkörnern, die ein bisschen so einen fleischähnlichen Geschmack dann machen. Dann habe ich hier an Gemüse Zwiebeln gerieben, Karotten, ein bisschen Sellerie. Dann habe ich gehackte Tomaten, da sind jetzt diese orangenen Linsen, ein wenig Wasser. Dann habe ich Olivenöl. Ja, ich glaube, das war's. Ich werde euch nochmal alle Angaben natürlich unten aufschreiben, ganz genau die Rezeptzutaten. Da habe ich schon Kartoffeln vorgeschnitten. Und ich koche die Kichererbsen extra, weil sie natürlich ein bisschen länger brauchen als alles andere. Und hier habe ich schon mal alle Zutaten in den Topf gegeben und schwitze sie ein bisschen an. Ich brate sie jetzt nicht wirklich richtig an. Gebe schon mal das Öl, die Gewürze, das Gemüse, alles zusammen. Und dann kommen die gehackten Tomaten schon mal. So, da gebe ich jetzt auch die Kartoffeln dazu. Die Kichererbsen, mische das, gebe da noch ein bisschen Wasser dazu. Ich gucke halt immer so nach Gefühl, dass es halt nicht zu wässrig wird, dass es noch ein bisschen dickflüssig ist. Das rühre ich jetzt alles schön, es ist ratzfatz fertig, das geht so unheimlich schnell. Also gerade, ja genau, jetzt koche ich auch schon die Nudeln. Gerade wenn die Kichererbsen schon fertig gekocht sind, dann geht das alles ganz schnell. Ich würde sagen 20 Minuten, ja, 25 Minuten. Also koche ich schon mal die Nudeln, schrecke die hier ab mit ein bisschen kaltem Wasser und serviere das. Das ist sehr lecker, schnell zubereitet und in den Linsen ist viel Eisen drin, gut für die Kinder. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch alles Liebe, guten Appetit, bis bald. Tschüss.